Wurzeln des Baums kommen wirklich aus dem Berg raus, hier richtig raus zu dem Baum und der Baum ragt sich so ein Stück hier drüben. Ich glaube, er hat schon. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir bauen heute hier an unserer Welt weiter. Ich habe heute sogar ein Pannen und oh, guck mal, hier wurde gerade alles abgeerdet und jetzt wurde es eingesammelt. Ich will euch nur kurz was zeigen. Ich stand so eine Menge AFK. Ich kann euch gleich auch nochmal was anderes zeigen, was ich gebaut habe in der Zeit, wo ich AFK stand. Und die Ruckler sind immer noch nicht weg. Man hört doch auf damit. Unser Zucker ist komplett voll. Also zumindest in der Kiste hier ist es, glaube ich, noch nicht ganz voll. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt genug Zuckerrohr. Heute ist auch mein Plan, erstmal wieder mal auf ganz entspannt, nicht mehr mit den Villagern zu handeln, nicht mehr irgendwas in die Richtung zu machen, sondern wirklich erstmal ganz entspannt zu bauen. Weil letztendlich haben wir jetzt endlich unser Mending Book. Wir haben jetzt endlich wirklich was geschafft und unser Hafen lässt sich ja auch nicht von alleine voranbringen. Ich habe nämlich auch einige neue Pläne, die ich euch heute vielleicht mal erläutern will, aber vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was ist das hier eigentlich? Ja, ich habe einen kleinen AFK-Pool gebaut. Denn mir ist aufgefallen, ich habe mich einmal eingeloggt, früh um 6 und bin abends um 21 Uhr wieder nach Hause gekommen. Dann war das Problem, dass als ich da drin noch stand, die Farm einfach aufgehört haben zu produzieren. Ich weiß nicht warum. Genauso die Eisenfarm hat aufgehört nach einer bestimmten Zeit. Und deswegen habe ich AFK-Pool gebaut, dass ich in Bewegung bleibe. Die Zuckerrohrfarmen brauchen echt noch sehr, sehr lange, bis das Zuckerrohr da ist. Also ich will gar nicht wissen, wie lange ich schon wieder hier AFK stand. Aber Eisen läuft dafür echt viel, viel besser. Ich kann euch hier auch mal gerne etwas ganz Interessantes zeigen. Ja, wir haben jetzt fast eine Doppelkiste an Eisenblöcken voll und es steigt immer weiter. Um die 27 Stacks Eisenblöcke haben wir jetzt zusammen und ich denke mal, das sollte selbst für automatische Lager mittlerweile reichen. Jedoch will ich nicht aufhören damit, dass wir weiterhin Eisen produzieren, weil ich glaube, das kann trotzdem noch immer weitergehen und immer weiter OP werden. Außerdem, Leute, sind wir jetzt in der Folge angekommen, wo ich auf euer Feedback reagieren kann. Ihr habt mir geschrieben, yo, die Villager brauchen Workbenches und Betten, damit die wieder ihre Jobs frei machen. Konnte ich leider nicht darauf reagieren, deswegen habe ich letzte Folge circa, 50% meiner Villager einfach verbrannt. Aber ja, das werde ich mir auf jeden Fall merken und sobald wir die Villager umlagern, was wir auf jeden Fall machen müssen, denn wir müssen hier den Raum eh weg ausheben und dann müssen die Villager hier weg. Sobald wir das machen, werde ich den Villagern gleich kleine Räume bauen, dass die Betten und ihre Workstations, ihre Tables haben, damit sie weiterhin arbeiten können. Außerdem wollte ich mich mal bedanken. Viele von euch helfen mir wirklich oft in den Kommentaren, geben Tipps und das freut mich übelst, weil ich darauf gut reagieren kann und damit ja auch in dem Game hier weiterkomme und die Fehler dann in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr mache. Vor allem das mit den Villagern war ja die reinste Blamage. Ich entschuldige mich dafür auch nochmal. Naja, Leute, auf jeden Fall will ich heute weiterbauen. Und das Erste, was wir dafür... Ja, okay, das ist jetzt da oben offen. Das Erste, was wir dafür mal gucken müssen, ist, ich glaube nämlich, ich habe tatsächlich kein Holz mehr. Ich habe nämlich alles Holz verbraucht für die automatischen Farben und bla 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 bla. Da kommt ja immer dann einiges zusammen. Heißt, wir werden erstmal jetzt kurz Holz farmen. Und danach werden wir hier auf jeden Fall das erstmal zu Ende bauen, beziehungsweise das Stück hier fertig bauen. Und uns dann heute, hoffentlich heute, schon ranmachen und hier den Berg anfangen abzuheben. Und sobald das fertig ist, Leute, nämlich ich habe eine kleine Idee gehabt. Eine kleine, sehr coole Idee, meiner Meinung nach. Ich will es nämlich, das ist ja nur die Grundbaute und ich will die gesamte Welt hier ein bisschen Fantasy-mäßig halten, ein bisschen fantasiereich, nicht direkt auf realistisches Mittelalter abgesehen. Und zwar hatte ich die Idee, dass, weil ich ja das letzte Mal, wo wir gebaut haben, ich weiß nicht, wie lange das her ist, meinte ich, dass das hier so ein bisschen komisch aussieht. Ich hatte die Idee, dass man da eine Treppe runter machen könnte und ab da circa das hier offen hat, wisst ihr? Dass wir da eine kleine Farm hinbauen und das halt offen ist im Berg, aber der Berg darüber trotzdem schwebt. Und später werden wir da hochgehen und hier wird das Hafendesign weitergehen oder sich fortführen. Und dann hatte ich noch die Idee, die habe ich mir sogar in mein Kritzelbuch gemalt. Heißt, das ist eine heftige Idee, dass man hier die Wurzeln oder ein Baum hinbaut und die Wurzeln des Baums, also einen großen Baum, die Wurzeln des Baums kommen wirklich aus dem Berg raus, hier richtig raus zu dem Baum und der Baum ragt sich so ein Stück hier drüber, aber nicht ein ultra riesiger Baum, sondern so ein Mittelbaum, würde ich sagen. Der geht dann hier hoch und ragt sich so ein Stück hier rüber. Naja, ich würde sagen, der gibt dem Hafen dann etwas Schatten, so war das meine Idee, aber das dauert alles noch, bis wir das bauen. Ich wollte euch schon mal davon erzählen. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal ran, die ganzen Bäume abzufarmen.
Ich habe ja irgendwann mal wieder so viele Bäume geplaced, dass das wieder wundervolle Arbeit wird. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns entweder gleich beim Baumfarmen wieder, weil ich wieder auf irgendwas Wichtiges komme, was ich euch erzählen muss. Oder wir sehen uns jetzt gleich nach einem Cut wieder und ich habe gleich hoffentlich 10 Stacks Holz in meinem Inventar. So Leute, ich habe leider keine 10 Stacks, sondern nur 9 zusammenbekommen, aber 9 sollten auch reichen. Ich muss jetzt erstmal kurz schlafen gehen. Dann setze ich nochmal die Setzlinge neu, weil das habe ich gerade verkackt. Denn mich jagen schon wieder diese Biester. Ich muss wirklich jetzt dringend ins Bett. Und jetzt kümmere ich mich noch kurz um die Setzlinge, weil die Setzlinge sind echt wichtig. Damit hier auch immer schön was Neues wächst. Denn ich brauche ja auch immer wieder neues Holz. Und ich habe echt keinen Bock, dass da irgendwas mal mangelt. Nur weil ich vergessen habe, hier irgendwelche Setzlinge zu setzen. So Leute, der Rest brennt jetzt hier ab. Alles, was noch an Resten übrig ist von diesen viel zu großen Bäumen. Und ich habe, wie gesagt, 9 Stacks, Alter. 9 Stacks ist schon echt gut. Können wir wieder ordentlich was mit anstellen. Und wahrscheinlich das Erste, was ich mache, ist jetzt hier erstmal das wieder ordentlich machen. Ey, der Creeper hat richtig die Kackblöcke weggesprengt. Die Blöcke, die so mega schwer zu setzen sind. So, Leute, ich würde aber... Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt anfangen mit der Idee, dass wir hier so eine kleine Ebene extra reinziehen, würde ich ganz gerne erstmal den Villager-Abteil, beziehungsweise hier unseren Raum einmal umsetzen, nach unten setzen und ebenfalls unseren Berg hier einmal wegschaufeln. Und genau hier ist übrigens der Standruck gleich. Ich entschuldige mich dafür auf jeden Fall schon mal. Ich denke mal, das sollte nicht allzu viel Arbeit sein, weil die Eisenfarm bleibt ja eh bestehen und die Villager kann ich einfach alle 2-3 Blöcke runterschaufeln und dann ist gut. Dann haben wir hier auch gleich einen ausgehobenen Raum. Das sollte jetzt nicht das Kernproblem der ganzen Operation sein, die wir hier machen. So, da der Boden oben auf Höhe 92 geht, kommen die Villager hier. Die Villager kommen auf Höhe 80. Heißt, auf die Höhe hierhin, kommen dann alle Villager auf Höhe 80. Das heißt, wir können direkt hier auch mal kurz einen kleinen Raum ausheben. Habe ich genug Fackeln? Ja, cool, ich habe noch eine Fackel dabei. Heißt, wir dürfen ihn nicht zu groß machen, sonst spawnt hier gleich ein Monster und der Villager ist tot. So, das heißt, dadurch, dass wir alle Villager einfach auf Höhe 80 runtersetzen, wird unsere Treppe auch einfach hier auf Höhe 80 gehen. Das heißt, unsere Treppe, unsere Leiter, genau hier. Und dann können wir hier unten, dadurch, dass wir jetzt genügend Fackeln haben, gleich den passenden Raum einmal ein bisschen ausheben. Ist ja durch den Haste 2 Beacon, einer der Haste 2 Beacon war echt eine saugute Idee. Dadurch können wir ja hier einfach einmal durchrennen und dann haben wir ja schon gleich den Raum fertig. Alter, das ist so unfassbar geil, wie schnell das einfach geht. Einmal hier durchrennen. Ich freue mich richtig darauf, wenn wir endlich die Untergrundbase bauen. Mit Haste 2 in der Untergrundbase das alles ausheben. Das wird nicht mal schwer oder schlimm oder so, sondern das wird einfach geil. Guckt euch an, wie geil das ist. Wie wir hier lang rennen und einfach keine Probleme haben. Das ist doch so ein gutes Gefühl, oder? Seid ehrlich, das ist einfach toll. Einfach toll. So, dann kann ich gleich mal eine Kiste machen, dass wir direkt mal den ganzen Stein dort reintun können. Die Frage ist, wo wollen wir das Kistendings hin tun? Hier kommt ein Villager hin. Dann kommt hier noch ein Villager hin. Könnte hier ein Balken sein und da werden die Kisten so heiß. Wir müssen das hier noch einmal ausheben. Aber erstmal setze ich jetzt wirklich ganz schnell hier mal die geplante Kiste hin, damit ich nämlich den ganzen Stein nicht verliere, weil den Stein können wir bestimmt noch irgendwann mal gebrauchen. Leute, natürlich werden wir später die Villager hier eh wieder rausbringen. Das ist erstmal nur ein provisorischer Raum, damit wir die Villager irgendwo sicher haben und auch sicher weiterhin mit ihnen handeln können. So, und hier kommen ja dann ganz easy einfach ein paar Kisten hin, damit wir genügend Stuff haben, um mit den Villagern zu handeln und nicht dauernd durchgehend hin und her rennen müssen. So heißt der kleine Raum hier unten. Ist auch schon fertig, jetzt fehlen nur noch die Villager. Und da haben wir die Villager auch endlich mal in einem ordentlichen Raum. Weil hier oben, das ist ja, Alter, das ist ja eine reinste Katastrophe, du. Oh, hallo liebes Skelett, hallo lieber Creeper. Nacht ist echt nicht cool. Nacht ist wirklich nicht cool. Ich muss mir echt irgendwann mal richtig viele Fackeln craften und die hier mal irgendwo hinlegen, weil ich besitze einfach keine Fackeln. So, und wenn wir jetzt eh ausheben, kann ich mal all mein Stuff weglegen, außer mein Essen. Und dann können wir das nämlich jetzt ganz in Ruhe machen. Haben auch im Inventar die ganze Zeit Platz und müssen nicht irgendwas hin und her sortieren oder so. Und boah, Leute, ich bin heute bin ich irgendwie ein bisschen müde. Ich weiß nicht warum. Ich habe letzte Nacht 7,5 Stunden geschlafen. Das müsste eigentlich reichen. Eigentlich reicht mir das normalerweise. Ich war heute Zeitungen austragen schon. Auf ganz entspannt. Ist ja auch, denke ich, jetzt nichts Besonderes. Aber vielleicht kommt es daher so ein bisschen mit. Bin mir da aber selber nicht ganz sicher. So, lieber Villager, du kommst jetzt auch auf Höhe 80. Ah! Warum bekommst du denn Schaden? Ist er jetzt sauer auf mich? Nee, ich habe ihn nicht gehauen. Ich glaube, er hat Schaden. Das tat dir weh, ne? Ja, ist verständlich. So, der kommt dann hier einfach rein.
dann geh halt lieber da rein, wenn du nicht hier rein willst. Ich kann gleich mal die Löcher hier vorbauen für die Villager, dass wir auch immer einen Platz frei haben, falls sie irgendwo wieder hinrennen und ich die deswegen nicht ordentlich reinbekomme. So, ich glaube, der Raum geht von der Symmetrie nicht ganz auf, aber das ist mir gerade echt relativ egal. So, das wäre der momentane Platz für die Villager. Da können wir die ganz leicht reinbringen. Hier unten dürften, wie gesagt, auch keine Monster spawnen, deswegen mache ich da jetzt auch nichts Besonderes hin. Keine besonderen Falltüren oder so. Hier müsste überall genug Licht sein. Außerdem kommen eh dann zwei Eisengolems runter. Die beschützen ja nochmal extra die Villager. Ja Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen 17 Uhr wieder bei einer neuen, entspannten Folge. Und ich würde sagen, bis dann und ciao, meine Freunde.